In jeder Schwingung, sei es so ein Fadenpendel oder ein Federpendel, steckt Bewegung drin und daher muss auch Energie drin enthalten sein. Und hier klären wir, wie groß diese Energie ist, wovon sie abhängt. Ein wesentliches Konzept der Mechanik ist die Betrachtung der Energie und man unterscheidet üblicherweise die Translationsbewegung für lineare Geschwindigkeiten, die ist 1/2 mv². Für Rotationsbewegungen ist die Energie 1/2 i². I ist das Trägheitsmoment, Omega die Winkelgeschwindigkeit und dann die potenzielle Energie, zum Beispiel bei einer Verschiebung einer Masse im Gravitationsfeld. Und diese Energie ist konstant, die Gesamtenergie, also die Summe dieser Anteile ist konstant, sofern Reibung und Wärme nicht betrachtet wird. Statt zu sagen, diese Energie ist konstant, könnte man das auch formal ausdrücken. Sie ändert sich zeitlich nicht. Die Ableitung nach der Zeit ist null. Energie kann hineingeführt werden in eine Bewegung, zum Beispiel von irgendeiner Masse, wenn Arbeit verrichtet wird. Gut, soweit war das in der Mechanik immer ein Satz, um auch Bewegungen zu beschreiben und Veränderungen zu klären, wovon die abhängen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie in Schwingungen, wo ja auch eine Bewegung drin ist, wie die Energie dort zu beschreiben ist. Der übliche Ansatz für Schwingungen ist immer das Aufstellen einer Bewegungsgleichung, die im einfachsten Fall diese Form hier hat, also die zweite Ableitung nach der Zeit von irgendeiner Position zum Beispiel, ist proportional zu der Position selber, also zu dem x, mit einem Vorfaktor Omega² und einem Minuszeichen. Und wenn die Bewegungsgleichung so aussieht, dann ist die Lösung eine Kosinus- oder Sinusfunktion mit dem Omega, was beschreibt, wie groß die Schwingungsdauer ist. Hier hinten steht es nochmal. Das hatten wir in mehreren Anwendungen oder in mehreren Beispielen für Schwingungen schon in den zurückliegenden Kapiteln geklärt. Und hier ist das nochmal aufgeführt, zum Beispiel für ein Fadenpendel, für ein Federpendel, für ein physikalisches Pendel oder für ein Torsionspendel. Immer ist die formale Bewegungsgleichung die gleiche, sieht sozusagen fast identisch aus, bis auf die Buchstaben, die etwas anders sind, je nach physikalischem Sachverhalt und das Omega ist deswegen auch anders. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie diese Energie aussieht für diese Fälle. Und das können wir wieder vielleicht als erstes betrachten für ein Federpendel. Das heißt, eine Masse hängt an einer Feder horizontal oder vertikal. Und wir überlegen uns, wie groß die Energie dort drin ist. Wenn sich die Masse bewegt, steckt dort sozusagen Translationsbewegung drin, weil die Bewegung nur in einer Raumrichtung ist. Aber da die Feder selber ja eine rückstellende Kraft aufbringt, ist dort auch eine potenzielle Energie drin. Und das können wir hier noch einmal betrachten, wenn wir das Hooke'sche Gesetz uns nochmal anschauen. Die rücktreibende Kraft für so eine Feder ist in guter Näherung, wenn die Auslenkung klein ist, minus d mal x, mit x der Auslenkung, d der Federkonstante. Und zwar gilt das, wenn die Feder gezogen wird, auseinandergezogen wird, größer wird oder kleiner, also wenn es zusammengedrückt wird. Nur die Richtung der Kraft ist beim Ziehen sozusagen umgekehrt wie beim Drücken. Und wenn man aber den Betrag anguckt, wie groß diese Kraft ist, dann ist das gleich. In jedem Fall einfach d mal x, also eine lineare Beziehung. Wenn das so ist, ist aber direkt die potenzielle Energie, die ja die Arbeit darstellt beim Ziehen der Feder, das Wegintegral von dieser Rückstellkraft. Und da kommt dann raus, wenn wir das integrieren, 1/2 dx². Also die potenzielle Energie geht quadratisch mit der
Auslenkung. Das kann man überprüfen. Das ist ja nicht unbedingt, liegt nicht so ganz auf der Hand. Aus den Formeln kommt das zwar raus, aber gucken wir uns das an in einem ganz einfachen Fall. Hier ist eine Feder angebracht und da kann man irgendeine Masse drauf legen und beobachtet wird, wie hoch die Masse geschleudert wird, wenn man diese Feder zusammendrückt. Gucken wir uns das im Experiment an. Also das ist hier gezeigt, die gleiche Feder, da wird einfach eine Masse draufgelegt und die zusammengedrückt und dann stellt sich dieses Hooke'sche Gesetz raus und jetzt das gleiche mit diesem Gegenstand, mit diesem Ei. Es wird zusammengedrückt, gemessen, wie groß die Änderung des Weges ist. Die Kugel wird losgelassen oder dieses Ei wird losgelassen. Die gespeicherte Energie in der Feder wird umgewandelt in Bewegungsenergie. Und die Bewegungsenergie führt dazu, dass es eine Wurfbewegung gibt nach oben. Und wenn man jetzt misst, wie groß die Höhe ist, die dieses Ei erreicht, dann hat man also einen Ausdruck der Energie, die gespeichert wurde. Erst in potenzielle Energie, umgewandelt in kinetische und dann in potenzielle Energie. Also das ist ein Maß dafür, eine Möglichkeit zu messen, wie groß die potenzielle Energie ist in diesem System. Und da stellt sich tatsächlich durch diese einfache Messung raus, dass es eine quadratische Abhängigkeit der Höhe, die erreicht wird von dem Ei, als Funktion des Zusammendrückens der Feder. Also das stimmt tatsächlich, was hier so etwas abstrakt hingemalt wurde. Das ist ja schon mal gut, dass man das auch im Experiment sehen kann. Jetzt aber die Frage, wo die Energie dann in dem System drinsteckt. Wenn es in der Feder eine periodische Bewegung gibt, die durch eine Kosinusfunktion beschrieben werden kann, dann muss ja die Energie in der Bewegung sein und in dieser potenziellen Energie der Feder, die wir gerade geklärt haben. Und vielleicht das Einfachste ist, die Umkehrpunkte einmal zu betrachten, also wenn die Auslenkung am größten ist. Wenn das der Fall ist, wenn also die Bewegung nach unten und oben ist oder links oder rechts, das ist für die Betrachtung egal, dann ist an den Umkehrpunkten die Gesamtenergie, die muss ja gleich sein, also kinetische und potenzielle Energie, das gilt für jede Zeit, aber an den Umkehrpunkten ist x gleich plus oder minus x 0. Das heißt, da Umkehrung heißt, die Geschwindigkeit wird von der positiven Richtung in die negative Richtung umgewandelt, wenn die Position oben ist und umgekehrt an der unteren Stelle. Das heißt, die kinetische Energie muss 0 sein, weil die Geschwindigkeit 0 ist, wenn die Auslenkung maximal ist. Das heißt, für diese maximale Auslenkung an den oberen und unteren Punkten, hier rot gezeichnet, ist kinetische Energie gleich 0, potenzielle Energie 1/2 d mal x, aber x ist ja x0 für diese Punkte, also 1/2 d x0 Quadrat. An den Nullpunkten, also wenn gerade die Feder oder die Masse an der Position ist, dass die Auslenkung 0 ist, da ist es gerade umgekehrt. Auslenkung 0 heißt, dass, sieht man dann hier, die potenzielle Energie 0 ist, also die Gesamtenergie steckt in der kinetischen Energie drin, also 1/2 mv, aber v ist die maximale Geschwindigkeit an dieser Stelle, an diesen Positionen, also v max zum Quadrat. Und das gilt für alle Umkehrpunkte und dazwischen muss es irgendeine Umwandlung geben oder irgendein Verhältnis zwischen diesen Energien. Und das können wir uns angucken, wenn wir betrachten, wie jetzt diese Form aussieht, der Zeitverlauf von dem x oder von dem v. X ist x0 mal Cosinus Omega t plus Delta mit dem Omega Wurzel d durch
m. Das v, also die Geschwindigkeit, ist die Zeitableitung davon. Hier steht sie. Dann gibt es als Vorfaktor noch dieses minus Omega mal x0 mal Sinus Omega t plus Delta. Also ist das diese Phasenverschiebung zwischen Position und Geschwindigkeit. Einmal ein Cosinus, einmal ein Sinus. Und jetzt ist es damit einfach hinzuschreiben, wie die Gesamtenergie aussieht. Nämlich, das ist ja allgemein, hatten wir eben gesagt, ein halb mv² plus ein halb dx². Und das gilt zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, auch für diese Position x gleich x0, eben schon diskutiert, dass das dann ein halb dx0² ist, weil die Geschwindigkeit für diese Stellen 0 ist. Also, und für x gleich 0 ist es alles in den Geschwindigkeiten, die gesamte Energie. Die gesamte Energie heißt aber, V max ist dann ein halb m Omega Quadrat mal x 0 Quadrat. Denn das hier, dieser Vorfaktor, muss die maximale Geschwindigkeit sein. Also das Omega mal x 0. Damit können wir das aber auch umwandeln, diese Energieform hier, wenn wir nämlich einsetzen, den Ausdruck für das Omega. Omega ist d, Wurzel d durch m. Hier haben wir ein Quadrat, also kommt dann d durch m raus, das m kürzt sich raus und wir erhalten die Energie, die maximal in der kinetischen Energie drin ist, ist ein halb dx0 Quadrat. Also genau das Gleiche, was auch in der potenziellen Energie maximal drin steckt. Also auch das muss ja so sein, wenn wir annehmen, dass die Energie sich nur umwandelt zwischen diesen Formen der potenziellen und kinetischen Energie. Das ist also beides gleich. Es gibt einen Wechsel zwischen diesen Energieformen. Dazwischen aber, wie sieht es da aus? Also für andere Zeitpunkte, für alle, für jeden Zeitpunkt in diesem schwingungsfähigen System, brauchen wir nur aufzuschreiben. Die Gesamtenergie ist ja ein halb dx0 Quadrat, das haben wir jetzt hier schon geklärt. Allgemein ein halb mv² plus ein halb dx² und hier setzen wir nur ein, wie groß das v und das, hier oben steht es, und das x ist. Also erhalten wir diesen Ausdruck, den wir mit d gleich Omega² mal m, hier das ergibt sich direkt aus dem Omega gleich Wurzel d durch m, umwandeln können und dann erhalten wir diesen Ausdruck, dass wir ausklammern können, ein halb dx0 Quadrat. Und dann erscheinen hier in der großen Klammer ein halb, Sinus Quadrat Omega t plus Delta plus Cosinus Quadrat Omega t plus Delta. Das heißt, das sind sozusagen die Ausdrücke ganz allgemein für jeden Zeitpunkt für kinetische und potenzielle Energie. Das sieht komplizierter aus, als es ist, denn es gilt ganz allgemein, dass für jeden Winkel, also für jede Größe, Sinusquadrat plus Cosinusquadrat gleich 1 ist. Und hier hinten dieses Omega t plus Delta, das können wir als einen Winkel für jeden Zeitpunkt her auffassen. Das heißt, dieser Klammerausdruck hier muss in jedem Fall 1 sein. Das heißt, wir können Folgendes folgern oder auch uns nochmal klar machen. Wenn die Cosinus- und Sinuskurven, wie hier gezeichnet, vorliegen, dann drücken die aus Geschwindigkeit und Position. Und die potenzielle Energie und die kinetische Energie, die wandeln sich dann um, wie es hier gezeigt sind, also durch die Quadratfunktion von Cosinus- bzw. Sinusfunktion. Das heißt, wir haben den Verlauf, den Wechsel zwischen potenzieller und kinetischer Energie. Es gibt einen Wechsel, der doppelt so schnell sozusagen läuft wie die Cosinus-
oder Sinusfunktion selber, weil es quadriert wird. Aber das Entscheidende, die Summe von potenzieller und kinetischer Energie ist in jedem Fall gleich. Das soll die gerade hier oben sein, in Magenta gemalt. Und nochmal zusammengefasst, die gesamte Energie können wir auch direkt ablesen aus der maximalen Auslenkung oder maximalen Geschwindigkeit, je nachdem, was vielleicht, wenn man es im Experiment vergleichen möchte, leichter zugänglich ist zu beobachten. Diese Form, wie das hier gezeichnet ist, so ähnlich sieht das eigentlich für alle Schwingungsformen aus. Es gibt einen Wechsel zwischen diesen verschiedenen Energieformen, die da drin stecken. Nehmen wir ein Beispiel, um das klar zu machen, was das soll oder wozu das auch verwendet werden kann. Hier ein Beispiel, ein Federpendel mit einer Masse, die ist gegeben und wir haben irgendeine X0, also eine maximale Auslenkung, 8 cm und eine Schwingungsdauer gegeben. Die kann man ja auch leicht messen, genauso wie die Masse. Und jetzt ist gesucht, wie die Gesamtenergie in diesem System ist und wie groß die maximale Geschwindigkeit ist. Die Lösung kann gefunden werden, weil wir ja wissen, dass die Gesamtenergie immer ein halb dx0² ist. Das x0 ist im Experiment ja gegeben. Das d kann aber gefolgert werden, weil Omega Wurzel d durch m ist oder 2pi mal 1 durch t, das ist ja das Omega. Das heißt, da die Masse bekannt ist und die Schwingungsdauer, können wir das d auch ausrechnen und berechnen. Das heißt, für diesen Fall können wir direkt die Gesamtenergie ausrechnen. Es kommt raus 0,047 Joule. Da wir aber wissen, die maximale Geschwindigkeit muss ein halb mv max Quadrat, muss gerade dieser Energie entsprechen, dann können wir hier raus auch die maximale Geschwindigkeit ausrechnen. Das ergibt sich hier für 0,25 Meter pro Sekunde. Das Überraschende also ist, dass man durch Verknüpfung dieser verschiedenen Größen aus den Beobachtungen herausrechnen kann, in dem Fall die Geschwindigkeit, die man ja üblicherweise nicht so einfach erhält. Eine allgemeine Bemerkung dazu, was wir rausbekommen haben, dass die Energie proportional ist zu x0². Und das gilt ganz allgemein. Die Energie in der Schwingung ist proportional zum Quadrat der Amplitude. Das ist vielleicht überraschend, weil man sonst immer denkt, naja, das muss ja alles linear sein. Nein, weil dieses Hooke'sche Gesetz linear für die Kraft ist und deswegen quadratisch für die potenzielle Energie, taucht das hier auf. Und das gilt tatsächlich für alle Schwingungen, egal was für eine Amplitude das dann ist. Ob das bei einer Drehbewegung vielleicht ein Winkel ist oder irgendeine Größe in Zentimeter oder Meter gemessen. Außerdem kam raus, dass die Energie auch proportional zu Omega Quadrat ist. Auch das gilt allgemein. Wenn sich die Kreisfrequenz, die Frequenz verdoppelt, vervierfacht sich die Energie. Und dieser Ausdruck wird auch auftauchen bei der Betrachtung der Energie, die in Wellen drin ist. Also eine Welle als eine Schwingung, die sich auch noch fort im Raum fortpflanzt. Dann taucht das auch auf. Das heißt, wenn eine Wasserwelle, kann man sich ja überlegen, man steht am Strand, wie groß ist die Energie? Wie wird man umgeworfen, wenn eine kleine Welle oder eine vierfach so hohe Welle auftritt? Die erste Näherung wäre dann, wenn die Amplitude viermal so groß ist, ist die Energie da drin, die ich ja dann spüre, quadratisch davon, also 16 mal größer. Okay, jetzt müsste man eigentlich diese Betrachtung für alle Formen der Schwingungen durchführen und wir werden das hier nur andeuten und ein bisschen schneller durchgehen für dieses Fadenpendel, weil das so wichtig ist.
Bei dem Federpendel war die potenzielle Energie ja in der Feder drin. Beim Fadenpendel ist es die Gravitationsenergie, die eine Rolle spielt, also welche Höhe erreicht wird. Also muss man betrachten, wie diese Höhenänderung aussieht. Klären wir aber vorher, ob für dieses Fadenpendel überhaupt Energieerhaltung gilt. Und das können wir hier überprüfen und nachmessen, beobachten, wenn wir so ein Fadenpendel nehmen, aber jetzt die Länge des Fadens ändern, eigentlich nur die Länge des Fadens, der für die Schwingung relevant ist. Und das kann hier einfach durch einen Metallstab simuliert werden. Das heißt, wir können hier beobachten, egal wie lang die relevante Fadenlänge ist für die Schwingung, die Höhe, auf der die Schwingung hinterher wieder auftaucht, die ist die gleiche. Und wenn man das durchführt, dann sieht man eben, es gilt Energieerhaltung. Also die Beobachtung ist, die Pendelhöhe von so einem Fadenpendel ist unabhängig davon, wo jetzt diese Bewegung ansetzt. Also Energieerhaltung gilt. Machen wir uns aber klar, nochmal an der Zeichnung und mit ein paar Rechenschritten, wie jetzt diese Umwandlung der Energie für das Fadenpendel zu beschreiben ist. Also wieder Gesamtenergie, kinetische Energie und potenzielle Energie. Kinetische Energie, ein halb mv². In dem Fall müssen wir die Bewegung betrachten auf diesem Teil der Kreisbahn und wir beschreiben das durch die Position S. S gleich 0 soll hier unten sein. Der Ansatz bei einem Fadenpendel, um die Bewegungsgleichung in einfacher Form zu haben und dann eine harmonische Schwingung rauszukriegen, war, dass man kleine Winkel nimmt. Und dann gilt, dass der Winkel sich als Kosinusfunktion mit Omega t plus Delta variiert. Phi 0 soll die maximale Auslenkung sein. Da der Winkel aber ganz allgemein immer ein Kreisbogenstück ist durch den Radius, der hier L heißt, können wir das auch umwandeln in dieses S. Also S ist S0 mal Cosinus Omega t plus Delta und es kam raus für das Fadenpendel, dass das Omega Wurzel g durch L ist mit der Erdbeschleunigung g. Die kinetische Energie ist leicht hinzuschreiben, ein halb mv². V können wir direkt hier aus diesem S wieder ausrechnen, also eigentlich analog zu dem Federpendel und wir erhalten hier diesen Ausdruck. Für die potenzielle Energie ist das ein bisschen schwieriger, weil ja betrachtet werden muss, um welche Strecke h ändert sich denn jetzt diese Position, denn das h ist das Entscheidende im Gravitationsfeld, was ja nach unten gerichtet ist, der sozusagen der Massenanziehung. Da hilft es aber, hier zu betrachten, welche Relationen es hier gibt. Ganz allgemein, m mal g mal h wäre die potenzielle Energie, h gleich 0 wäre die Position unten. Das können wir aber auftragen als das h als Fadenlänge L minus der Strecke x hier oben. Und das x lässt sich aber ausdrücken über die Fadenlänge, hier hinten wieder L, und dem Winkel, besser gesagt, dem Kosinus von dem Winkel. Also x ist L mal Kosinus phi, das heißt, das L kann ausgeklammert werden und wir erhalten m mal g mal L mal 1 minus Kosinus phi. Genauso wie in der Herleitung hier für diese Bewegungsgleichung der Ansatz erfolgte für kleine Winkel, dann konnte man nämlich Sinus phi mit phi gleichsetzen, können wir jetzt für kleine Winkel auch betrachten, wie dann Kosinus angenähert werden kann. Und die Formelsammlung für trigonometrische Näherung, die verraten uns, dass Cosinus Phi ungefähr das gleiche ist wie 1 minus 1 halb Phi². Wenn Sie das in den Taschenrechner eintippen, achten Sie darauf, dass der Winkel in Rad
gerechnet wird und nicht in Grad. Dass es diese Form ist, 1 minus, kann man sich vielleicht klar machen, weil die Kosinusform ja, jetzt muss ich sehen, wie ich das für den Zuschauer am besten zeichne, die Kosinusform geht ja irgendwie so herunter, ist also 1 für Winkel gleich 0, hat aber so eine Form, die sieht tatsächlich nach unten aus, sozusagen nach unten, so ein bisschen wie eine Parabel. Und das steckt hier drin. Nach unten heißt ein Minuszeichen und Parabel heißt Phi Quadrat. Also da sieht man, dass man sich das auch etwas klar machen kann, dass das wohl nicht sinnvoll ist und richtig sein kann. Und wenn man es eintippt und mal überprüft, kann man das auch sich klar machen. Jedenfalls, wenn wir diese Näherung einsetzen, hier oben das 1, die 1 fällt ja gerade raus, dann erhalten wir einen Ausdruck für die potenzielle Energie. Näherungsweise für kleine Winkel, g mal l mal 1/2 Phi Quadrat. Weil Phi wieder s durch l ist, können wir das auch umschreiben in irgendeine Größe für s. Das heißt, hier steht jetzt eigentlich das Gleiche drin, wieder nur alles eingesetzt und die Gesamtenergie kann dann in Analogie zu dem Fadenpendel hingeschrieben werden durch zwei Ausdrücke für potenzielle und kinetische Energie. Und da tauchen jeweils wieder Sinusquadrat und Kosinusquadrat Ausdrücke auf und deswegen ist das 1 für jeden Winkel sozusagen. Das heißt, wir haben eigentlich den äquivalenten Ausdruck hergeleitet jetzt hier für kleine Winkel, den wir schon für die Feder hatten. So, und das könnte man jetzt für alle anderen Schwingungsformen in ähnlicher Weise aufschreiben, also auch fürs Torsionspendel. Da ist das Drehmoment ist zu betrachten, dass die Bewegungsgleichung dafür ist. Das Drehmoment M ist das Trägheitsmoment mal der Winkelbeschleunigung und das ist proportional zu der Auslenkung jetzt im Winkel. Dann kommt die Bewegungsgleichung raus und die Energieformen, die da drin sind, ist also die Bewegungsenergie, 1/2 I Omega Quadrat. Omega ist d Phi nach dt, das ist dieser Ausdruck. Und die potenzielle Energie. Und die potenzielle Energie bei einer Drehung gegen Trägheitsmoment ist das Wegintegral, also Entschuldigung, das Winkelintegral über das Drehmoment. Und das kann man also in gleicher Weise wie eben schon für die beiden anderen Pendel aufschreiben und erhält eigentlich dann sowas Äquivalentes. Gehen wir jetzt hier im Detail nicht durch, können Sie sich selber nochmal nachrechnen, dass das so ist. Das heißt, wir haben jetzt als Zusammenfassung gesehen, dass für Schwingungen, richtig gerechnet haben wir es für die Federpendel und die Fadenpendel, dass es eine Umwandlung gibt für zwischen kinetischer und potenzieller Energie, dass das beschrieben werden kann durch ein Sinusquadrat oder Kosinusquadrat jeweils als Entwicklung der Zeit. Und das Äquivalente könnte man auch für ein physikalisches Pendel hinschreiben. Für ein Torsionspendel habe ich es hingeschrieben, aber nicht im Detail erklärt. Das Wichtige zu merken dabei ist, das hatte ich bei dem Federpendel schon angedeutet, dass die Energie proportional zum Quadrat der Amplitude ist. Außerdem proportional zum Omega-Quadrat. Und das gilt tatsächlich für Schwingungen und Wellen. Die Frage wäre zum Beispiel, wie sieht denn das aus beim Schall? Also eine Druckwelle in Luft zum Beispiel, die wir hören. Wie groß ist die Energie, die da drin steckt, die wir vielleicht bei niedrigen Frequenzen am Zwerchfell merken, wenn das bewegt wird, wenn die Frequenz verändert wird oder die Amplitude, die Druckamplitude erhöht wird. Und das geht in guter Näherung dann mit diesen Relationen zu beschreiben. In all diesen Fällen, die wir jetzt hier betrachtet haben,
haben wir angenommen, dass Energieerhaltung gilt, dass also diese Umwandlung zwischen potenzieller und kinetischer Energie vollständig ist. Im realen Fall, wenn Reibung vorliegt, gilt das natürlich nicht. Da ist Energieverlust, tritt auf und das müssen wir dann beschreiben durch gedämpfte Schwingung. Das aber in einem späteren Kapitel. Tschüss, bis bald.